Der Stefan Schneider vom SC Langenthal trifft keinen Schutz am schweren Bandencheck gegen Ronny Kauer. Das hat der Einzelrichter anhand von einem Gutachten entschieden. Der Spieler vom EHC Olten ist seitdem querschnittsgelähmt. Ein Urteil, das vor allem bei den Oltener zu reden gibt. Der Jonas Kauer hat die Reaktionen. Ein Check, den Ronny Kauer für den Rest von seinem Leben an den Rollstuhl fesselt. Und jetzt der Entscheid. Das Verfahren gegen Stefan Schneider ist eingestellt. Der Bericht gibt sogar im Querschnitt gelähmten Ronny Kauer eine Mitschuld. Der Rudi Zahner ist Mentalcoach und schafft viel mit Sportlern. Er sagt, neben Ronny Kauer müsse auch der Stefan Schneider das Ganze verarbeiten. Der Verein ist natürlich zum Verarbeiten, um irgendwie mit dem Ganzen können Frieden zu schliessen, ist für ihn unglaublich wichtig, dass er freigesprochen worden ist. Ob die EHC Olten das Urteil vom Einzelrichter weiterzieht, entscheidet die Geschäftsleitung noch diese Woche.